So, es geht weiter bei Avatar Frontiers of Pandora. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. So, der erste Akt der Folge wird sein, dass wir uns jetzt auf die Suche nach Scharlachpilzen und Rindenfrucht machen. Ich habe die jetzt schon oben an meinen Marker gepinnt. Und die Frage ist jetzt, wir müssen erstmal ein Lager finden, wo wir die Zeit voranschreiten lassen können. Denn... Hier haben wir noch eine Wurzel. Ne, was haben wir denn da? Irgendwas leuchtet da schon auf. Wir müssen einmal Nacht zu Nacht wechseln. Was leuchtet hier? Hier leuchtete was? Was ist hier lose? Was leuchtet hier? Aua. Wallala. Ich wollte doch nur gucken, was da oben ist, verdammte Axt. Was haben wir denn da? Da ist die Rindenfrucht. Aber es regnet nicht. Es regnet nicht. Wir werden jetzt erstmal die Witterungsverhältnisse anpassen, damit wir auch ausgezeichnete Qualität bekommen von unseren Ressourcen. Wir gehen jetzt mal zu einem Lager. Da müsste ja auch ein Lagerfeuer sein, wo wir dann auch die Zeit etwas voranschreiten lassen können. Na also, geht doch. Aber es regnet nicht. Warum regnet es nicht? Ich möchte, dass es regnet. Okay, never mind. So. Es ist natürlich jetzt nicht feucht. Na gut. Ich brauche schon wieder Nahrung. Hoppa. Müssen einmal hier rauf. Oh. So. Sammeln. Die wird wahrscheinlich jetzt nicht gut sein von der Quali, oder? Gut. Ja. Es regnet halt nicht. Das ist doof. Gib mir doch bitte mal Nacht. Das ist ein bisschen anstrengend jetzt. Leute. Ja! Sehr gut, das gefällt mir. Jetzt müssen wir einmal uns sputen. Wo haben wir denn unsere Materialien? So, da. Korkschuppenbaum. Wenn jetzt keine ausgezeichnete Qualität bei rumkommt, dann heul ich. So. So. Gib her. Warum gut? Krieg ich die Krise. Okay. Ich denke, wir können weiterreden. Ritenella, hier ist ein altes Totem. Die Farben und Webereien sind verblasst. Aber es ist von den Sarentu. Noch ein Totem unseres Clans. Nord hat auch eins gesehen. Noch eins? Dann gibt es hier noch mehr davon. Ja, bestimmt. Nord hat auch gemalte Symbole in der Nähe gesehen. Sind bei dir auch welche? Er hat sich gefragt, ob die Symbole andeuten, in welche Richtung man sehen soll. Als Wegweiser. Und hat er was gesehen? Er hat sich bemüht. Hat lange gestarrt, aber nichts gespürt. Vielleicht hatte Nord nicht genug Geduld. Unsere Ahnen wollten sicher, dass wir etwas erkennen. Ich will es versuchen. Vielleicht aus dem richtigen Blickwinkel. Also die Totems sind jetzt gerade meine geringste Sorge, ihr Süßen. Ich suche gerade einfach nach Pilzen. Aua. Was haben wir denn hier Feines? Haha. Das genügt. Jetzt Rindenfrucht. Sehr
Sehr gut. So, ja, Rindenfrucht haben wir doch schon. Du bist witzig, ey. Das Jagdbuch. Was sagt uns das Jagdbuch? Beste Qualität. Regen. Okay. Seltene Rindenfrüchte findest du oftmals im Dornenwaldbiom. Großes Biom. Dornen. Regenwald. Bambus. Oh, Dornwaldbiom. Hier. Gucken wir hier einmal. Also es ist, ihr seht schon, es ist sehr komplex. Du musst gucken, wo ist das Beste, wo ist die beste Qualität zu finden. In welchen Gebieten bekommt man ausgezeichnete Früchte und Lebensmittel. Also es ist schon ein bisschen fordernd, das Ganze hier. Ja, ja! So. Das ist natürlich die Frage. Wo genau? Es ist halt auch sehr zeitintensiv, das ganze Gesuch von den Ressourcen, ne? Okay. Haben wir jetzt hier schon was? Haben wir hier jetzt schon was? Au. So, und jetzt zurück zu Satno. Mann. Das ist ja gemein. Und nochmal, komm. Nochmal eine bessere. So, und jetzt zurück zu Satno. Satno. Oh, ausgezeichnete. Ja, sehr gut. Okay. Zurück zu Satno. Wie sie das ausspricht. Was? Wie komme ich jetzt auf die Melodie? So, Zanop. Zanop, Zanop. Ich bin wieder da. Denk daran, du brauchst Rindenfrucht und Pilze. Lass dich nicht mit den gewöhnlichen abspeisen. Ich weiß. Das weiß ich doch. Rezepte. Wehe, das ist jetzt... Okay, wir nehmen jetzt einfach hier Rindenfrucht und ausgezeichneter Scharlachpilz. Duftet toll! Ich muss die Würzung überprüfen. Ausgezeichnet. 100% Energie als Favorit hinzufügen. Okay. Akzeptieren. Sammle besser, ja, probiere den Pilz- und Obstsalat. Okay. Der Geschmack. Wow. Warum schmeckt das so vertraut? Was? Alles aufgegessen. Aber Satnob wird darüber lachen können. Wie war das Gericht? Hatte ich nicht gesagt, dass erlesene Zutaten der Schlüssel sind? Ja. Es war so lecker. Gleich ich habe alles aufgegessen. Schon gut. Doch sag mir, wonach hat es geschmeckt? Nach Rindenfrucht und Pilzen, glaube ich. Und als ob meine Mutter mich während eines Sturms umarmt. Oh. Wie... ein Feuer in einer kalten Nacht. Warum erinnere ich mich daran? Nicht alle Geschichten brauchen Worte. Auch Aromen und Gerüche finden das Herz. Ich hatte dir doch eine Geschichte versprochen. Wo hast du das Rezept gelernt? Eine Sarentu hat es mir in einer kalten Nacht beigebracht. Oh. Und zwar genau an diesem Ort. Warte. Eine Sarentu? Ja, sie war gütig, leicht zu amüsieren, aber auch voller Überzeugung. Wie du. Unsere Mutter?
Woran kannst du dich sonst noch erinnern? Es tut mir leid, das war vor langer Zeit, aber sie konnte wunderschön singen und sie hatte deine Augen. Oder hast du vielleicht ihre? Ist das unsere Mutter gewesen, von der er das Rezept hat? Ein Mahner in Erinnerung. Oh, wie schön. Oh, die Sonne. Sanops Armband. Besser. Clan-Gunst ist gestiegen. Sanops Armband. Clan-Gunst durch Quests. Sehr gut. Das ist nicht schlecht. Und hier müssen wir auch mal verbessern wieder. Wir brauchen bloß, um das wieder zu verbessern, nochmal eine Wurzel oder Moos. Aber das mache ich offscreen. So. Das nehmen wir wieder raus. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal. Nivika, glaube ich. Ich spare mir jetzt, glaube ich, die Fähigkeitenpunkte nochmal. Wir gehen jetzt erstmal zum Heimatbaum. Und ich will wissen, was das mit den Clanbeiträgen mit Nivika auf sich hat, dass wir da einmal gucken. Dass wir, wie gesagt, die Nebenquests auch noch mit abfrühstücken. Hallo! Meine liebe Nivika. Mayantu, da bist du ja. Komm! Meine Schülerin Neitu fühlt sich in letzter Zeit gar nicht gut. Sie ist auf dem Weg zur Kolonie gestürzt. Ihre Träume sind geplatzt, ihr Selbstvertrauen ist weg. Nun traut sie sich gar nichts mehr zu. Sie wird es überwinden. Vielleicht braucht sie nur eine Ermutigung. Begreifst du jetzt, wie sehr wir euch brauchen? Wir Aranahe können gut weben, aber Sarentu geben anderen Hoffnung und Mut. Neitu wird sich dir sicher anvertrauen. Jeder hört gerne etwas Neues. Vielleicht bringt sie dir sogar das Weben bei. Huch. Mein liebes Kind, was trägst du nun Schreckliches? Nützlich sein. Oh. Vielleicht mehr was? Sehnen für hast du mich gerade beleidigt, Nivika, was ich trage? Lass mich doch tragen, was ich will, verdammte Axt. Also wirklich, wie unhöflich. Bitte Neitu um Handarbeitsunterricht. Sie hält sich für gewöhnlich in der Schafferhöhle des Heimatbaums auf. Da ist Warum sie, ne? verlangt Nivika das von mir? Es ist viel zu schwer. Ach, Neitu. Nivika hofft, dass du mir das Weben beibringen kannst. Du verwechselst mich mit einer anderen. Ich kann nicht einmal einen Ikran fliegen, um mein Material zu sammeln. Wie sollte ich dir etwas beibringen? Ich besorge, was wir brauchen. Nivika glaubt, dass du viel zu lehren hast. Das kann nicht sein. Warum würde sie denn so etwas sagen? Das weiß ich nicht. Ich bin nur hier, um zu lernen. Das heißt, wenn du mich als Schülerin akzeptierst. Viel kann ich dir nicht beibringen, aber ich schätze, wenn du mir Quetschmoos bringst, kann ich dir vielleicht ein bisschen was zeigen. Quetschmoos. Ich hab Quetschmoos, glaube ich. Neidus Schal. Muss Quetschmoos verwenden. Segelflugpanther. Was kriege ich denn jetzt hier gerade? Unglaublich schnelle Rudeljäger, die durch die Luft springen und gleiten, um ihre Beute zu erlegen. Okay. Boah. Machen wir mal, ne? Meist Aufenbahn zur Klüffelten Waldbiom. Höhenprärie, okay. Müssen wir dann nochmal mal gucken. Müssen wir dann mal auf die Jagd gehen nach dem Panther. Aber wir brauchen einen beliebigen Zahn. Ah, ich verstehe. Dann kommen wir gar nicht umhin, dass wir jetzt uns nach dem Panther aufmachen, ne? Zerklüftete Dornenwald. Höhenprärie. Die Frage ist, ob wir da überhaupt schon hinkommen. Das muss ich einmal kurz gucken, wo wir den finden, den Panther. Einen beliebigen Zahn brauchen wir. Aber wir können den Panther noch nicht jagen, weil der in Gebieten ist. Ich habe gerade mal geguckt, wo wir noch nicht weiter vorgedrungen sind. Also die müssen wir erstmal freilegen, die Gebiete, wo der sich aufhält. Das ist natürlich blöd. Dann brauchen wir entweder Natterwolf oder hier den Feuchtgebiet-Tanator. Dass wir den einmal aufsuchen.
und den Zahn uns rauben. Nur auffindbar auf der Spuleninsel im Süden des Seidenwaldes. Ich muss echt sagen, nach diesen ganzen Sessions immer, wenn ich eine Folge aufgenommen habe von Avatar, da raucht mir jedes Mal der Kopf, ne? Weil du halt so konzentriert sein musst und die Ortsangaben dir merken musst, wo du jetzt genau bestimmte Biome findest. Pflanzen oder Tiere, also... Ja! Also ich kann verstehen, warum Leute wirklich Schwierigkeiten haben mit dem Spiel, da mit warm zu werden, sag ich mal. Oh nein! Ach nö! Leute, ich muss doch jetzt hier mal... Ich muss doch jetzt mal die Pferde aufnehmen. Das finde ich jetzt uncool. Ich kann mich nicht konzentrieren. Warum denn nicht? Ich muss hier gucken. Ich hab das Gefühl langsam... Ich kann mich nicht konzentrieren. Dass der Thanator da irgendwie ein bisschen was dreht, dass wir hier uns nicht konzentrieren können und der uns hier auflauert. Unser Herzschlag wird auch lauter. Und ich verstehe einfach nicht. One hit und ich bin down. Was soll ich? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Stell ich mich jetzt einfach bescheuert an? Das ist schon das zweite Mal, dass das passiert ist. Also wenn ihr wisst, woran das jetzt liegt, dass wir immer diesen weißen Schimmer als Umrahmung haben, dass wir irgendwie so einer Dunstwolke ausgesetzt sind oder halluzinogenen Gasen, was weiß ich. Und dass der Thanator uns bei einem Schlag irgendwie sofort umbringt, dann bitte... Sagt es mir. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Und ich finde jetzt auf die Schnelle auch nicht, woran das liegt. Es nervt mich selber, dass ich das gerade nicht ganz durchschaue. Dass ich das jetzt nicht rausfinden kann. Und gucken wir mal. Wir brauchen irgendeinen Zahn, damit wir endlich diese Quest da abschließen können. Das frustriert mich gerade etwas. Hühnern hier die ganze Zeit schon damit rum. Weißt du, die ganze Zeit, wenn ich Intros mache oder irgendwie versuche, einer Quest nachzugehen, kommen mir die Natterwölfe ständig um die Ohren, greifen mich im Rudel zu 50.000 Mann an und jetzt, wenn ich sie suche, nichts zu finden hier. Das Spiel mobbt mich. Da! Da sind meine richtigen Tierchen. Das war, das, die ich da abgeknallt habe, das waren die falschen. So, warte. Danke für die Gaben. Warum ist denn der voll, der Beutel? Ich krieg die Krise. Schmeiß doch irgendwas raus hier jetzt. Nimm es. Das reicht für NATO nicht. Wie, das reicht für NATO? Bitte, bitte, lass ihn doch ein bisschen besser sein. Treiben sich ja immer im Rudel da rum. Ich möchte aber versuchen, auch ein bisschen... gnädiger das Ganze zu absolvieren. Scheiße. Das klappt ja hervorragend. Warum trifft er denn nicht? Mann. Das war nicht gut, ne? Da hat mich so viel zerstört.
Danke für die Gaben. Besser? Besser. Der Zahn ist besser. Gucke mal. Perfekt für Netu. So, jetzt. Jetzt aber, Leute, jetzt können wir. Meine Güte, es war eine schwere Geburt jetzt. Oh. Das war wirklich jetzt eine schwere Geburt. Die Dinglor sehen schon viel glücklicher aus. Ich habe keine Ahnung, was schiefgelaufen ist. Aber Relun war mein Gericht viel zu trocken. So. Jetzt. Attacke. Neidu-Schal. Automatisch füllen. Herstellen. Wow, das ist spitze. Ich wusste, dass ich dir nichts beibringen kann. Ach doch, doch, doch. Sind wir wirklich... Danke dir. Ist das alles? Kannst du mir mehr beibringen? Du solltest lieber Nivika fragen. Ich bin schlecht darin. Tut mir leid. Aber... Hör zu. Ich weiß, dass du mein Selbstvertrauen stärken willst. Aber Nivika verschwendet nur deine Zeit. Ich habe wirklich kein Talent dafür. Oder für irgendwas. Oh Mann. Die tut einem ja echt leid jetzt. Nee, du. Ich habe dir alles gezeigt. Tut mir leid. Nee, du. Haben wir das jetzt ausgerüstet? Haben wir das denn jetzt an? Oh. Na, das sieht doch hübsch aus. Höre dich am Heimatbaum um. Okay, wir sollen jetzt ein bisschen sprechen, ne? Aber ich glaube, wenn wir mit... Leitau findet, dass diese Beeren reif sind. Was bedeutet das? Wir reden mal mit Nivika. Nivika, ich kann deinem Schützling irgendwie nicht Mut machen. Sie ist, macht sich viel kleiner, als sie ist. Wir werden viele Äste, viele Wurzeln. Doch ein Baum, ein altes Aranahe-Sprichwort, das noch immer gilt. Du hältst Gatnat sicher für altbacken, aber manches sollte nicht vergessen werden. Anderen zu helfen bedeutet, sich selbst zu helfen. Dieses Leben hat dir gefehlt, ich weiß, aber Ewa verbindet uns. Die große Mutter ist in allem. Diese Verbindung muss genährt werden. Teile mit dem Clan. Nehme ihre Wünsche wahr, ihre Bedürfnisse. Sie werden es merken und dann im Gegenzug mit dir teilen. Du wirst sehen. Keine Einsamkeit mehr, Kind. Das ist es, was Heimat bedeutet. Mein liebes Kind, was trägst du nun Schreckliches? Hast du gehört, was Etua gesagt hat? Ja, ich rede jetzt mal mit dir, ne? Frische Oder mit ihm. Kräuter machen ein. Ich kann dir helfen, glaube ich. Also, wenn du willst. Was benötigst du? Die gibt uns neue. Sie pflegt deinen Bogen gut. Durchsuchen, was ist hier? Du siehst gut aus. Weber-Taillen-Bandage. 46, 93, 46, 38. Mhm. Okay. Ich spreche jetzt mal einfach mit allen. Ich werde im Heilkreis benötigt. Kannst du mich dort treffen? Mein Freund wird bald eins mit Ewa. Und es würde ihm viel bedeuten, Zeuge der Rückkehr der Sarentu zu werden. Oh. Folge Kai zum Heilkreis, okay. Wird gleich eins mit Ewa. Ach, ja, das wird jetzt traurig wahrscheinlich, ne?
Hallo, meine Freundin. Ich habe Kräuter für dich. Und noch etwas. Sarentu und Aranahe sind Freunde. Und in unserer letzten Stunde sollten wir stets Freunde um uns haben. Die Sarentu, ihr seid zurück. Zum Ende meines Lebens. Meine Großmutter liebte einst einen von euch. Ich wuchs mit den Liedern deines Clans auf. Vielleicht singt unsere Sarentu-Freundin ja. Ich kenne ein Lied, nicht den Text, aber... Ich erinnere mich. Danke. Ich sterbe mit den Liedern meiner Großmutter im Herzen. Ich werde ihr von diesem Moment erzählen bei Ewa. Natürlich. Ruh dich jetzt aus. Wenn es soweit ist, bin ich an deiner Seite. Komm, reden wir draußen weiter. Oh Mann. Dein Freund wirkt mutig, obwohl er stirbt. Wozu dient Mut im Tod? Die Toten fürchten nichts. Nur die Lebenden können etwas verlieren. Solch ein Verlust geht uns sehr nahe, wie bei meinem Freund Xzugiri. Dei hat kürzlich einen Freund verloren. Du hast meinem Freund in seinen letzten Tagen Frieden gebracht. Vielleicht kannst du Xzugiri helfen. Die Sarentu haben mit Geschichten Gemeinschaft geschaffen. Ich versuche es. Du machst ihnen alle Ehre. Xzugiri verbringt gerne Zeit in Weberblüte. Ich denke, dort findest du dem wahrscheinlich beim Trauern. Weberblüte, okay. Ah, Weberblüte, Weberblüte, Weberblüte. Da. So ein brutaler Brauch. Er passt zu ihnen. Ah, die Sarentu. Rey wollte Hallo. Die... Suchst du vielleicht nach Xzugiri? Ja. Ich habe dem am Ufer in der Nähe gesehen. Doch sei gewarnt, deren Stimmung ist düster. Das hab ich mir gedacht. Wir waren mal das erste Mal Zeuge davon, dass jemand mit Ava vereint wird, dass jemand stirbt hier. Bei den Navi. Wo ist die Muschel, hey Deko? Nirgends. Warum sollte ich mein Xzugiri? Kaye dachte, du könntest hier sein. Suchst du nach irgendwas? Nichts, was gefunden werden kann. Mein Freund, hey Deko, liebte Streiche, so wie Entdeckungen und Abenteuer. Er wollte mir weismachen, hier oben ein buntes Schneckenhorn gesehen zu haben. Hier? Dieser Lügner. Ich habe ihm nicht geglaubt. Er wollte das Horn wiederfinden und mir das Gegenteil beweisen. Dann starb er bei der Jagd. Der Narr. Wäre es trostreich, es zu finden? Etwas zu haben, was deinem Freund wichtig war. Es existiert nicht.
Das ist nur einer seiner Scherze. Mehr nicht. Okay. Schon wieder Natterwölfe. Da hinten? Mal gucken. Wie weit ist es entfernt? Oh, nicht weit. Schneckenhorn behauptet es, in den Klippen in der Nähe der Weberblütenlager gesehen zu haben. Er sagt, er konnte die Felsen im Fluss eine große Klippe sehen. Innerhalb des Suchgebiets. Okay. Große Klippe. Da oben. Ich muss einmal hier hochkraxeln. Oh! Ohne natürlich runterzufallen in unseren Tod. Sorry, dass das hier gerade so wüst ist, die Kamerasteuerung. Hörst du das? Wir können dich hören. Verstecken ist nicht nötig. Bitte quatsch mich doch nicht immer von der Seite an. Gratbeerenfrucht. Einsammeln. Das muss Zugiris Schnecke sein. Okay. Elisi! Wo bist du? Da unten ist er hingeflattert. Na toll. Oh nein. Nein, 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 nein. Ja, ja. Wir machen uns schnell vom Acker. Ich habe jetzt keinen Bock auf Kämpfe. So. Okay. Wow. Okay. Ich habe, was du brauchst. Gute Neuigkeiten. Ich habe Eidekos Schneckenhorn. Hier. Zur Erinnerung an deinen Freund. Aber nein. Oh, Eideko. Es war keine Lüge. Und ich dachte, er wolle mich. Ich bin ein ihr schrecklichen Freund, Dix. Er versprach, dass ich verstehen würde, wenn ich in diese Schnecke blase. Schaurig und gequält. So entschuldige ich mich bei ihm. Die Übersetzung ist manchmal ein bisschen falsch, ne? Mit dem Untertitel. Das klang ein bisschen das merkwürdig. Das soll der gequälte Klang sein, den Heideko meinte? Gequält trifft es ganz gut. Heideko hat mich wieder erwischt. Wenn ich ihn in Ewa treffe, erzähle ich ihm davon. Gequält. Oh Mann. Du hast mir in Trost gebracht. Nevika wird es umhauen, wenn sie dich so sieht. Zukiris Riemen. Ist das zu viel verlangt? Busschutzmod. Tapferkeit. 20% allgemeine Gesundheit bei der aktiver Stärkung durch Essen. So. Eigentlich wollte ich mich doch umhören, verdammte Axt. Sie haben diesen sogenannten Tanzkampf. Ich meine, im Ernst? Du bist auf dem Weg in den Wildwald. Verzeih! Ich höre, du hast Schwierigkeiten mit Netu. Nicht, dass du meine Hilfe bräuchtest. Netu glaubt, sie könne niemandem etwas beibringen. Da liegt sie falsch. Ja. Sie erkennt meine Fehler bei der Arbeit immer sofort. Manchmal sogar, bevor ich anfange. Erst gestern hatte ich eine tolle Idee für ein Muster. Sie nannte gleich 15 Gründe, die mir klarmachten, dass die Idee schrecklich war. Kannst du mir dein Muster zeigen? Vielleicht kann ich damit ihre Aufmerksamkeit wecken. Oh, wirklich? Du möchtest, dass ich es dir beibringe? Oh, wow! Die Sarentu und Etua hatten am Ende doch recht, was die Kinglor angeht. Die witzigen Himmelsmenschen! Unsere Speere werden sie schmücken wie Federn.
Ja, also irgendwie tun die so, als ob ich hier wer sonst was wäre. Ich muss mich doch erstmal beweisen. Nate, du bekommst so viel Aufmerksamkeit. Oh, wie süß. Ich hab was für dich, Nate, du. Vielleicht solltest du mit Daewoo reden. Er fühlt sich gern nützlich. Ja, aber. Ich habe dir alles gezeigt. Tut mir leid. Aber ich. Hier, um mit uns zu jagen? Oh. Beginne mit der Herstellung. Kadnat weiß, was er tut. Da bin ich Das mir muss ich sicher. einfach mal alle aufhören, darüber zu reden. Das darfst du nicht tun. Das kommt Bitte unerwartet. hör auf. Warum? Das Muster ist grauenvoll. Hat Daewoo es dir beigebracht? Daewoo unterrichtet mich gerne. Ich habe sonst niemanden. Daewoo, deine dummen Ideen. Die anderen Clans werden denken, seine Arbeit stünde für alle Aranahe. Wir brauchen trockenes Himmelsfelsenmoos. Es wächst in der grenzenlosen Weite, schwer zugänglich. Du musst dorthin fliegen. Ja, Lehrerin. Bitte nenn mich nicht so. Ich möchte nur helfen, so gut ich kann. Okay. Himmelsfelsenmoos. Schwebenden Berge, Schattenwald, Südwesten des Kinglerwalds. Regen. Wir müssen beim Regen müssen wir das pflücken. Südwesten. Bei der grenzenlosen Weite. Da. Haben wir irgendwo vielleicht die Möglichkeit? Schafferhöhle. Machen wir die Schafferhöhle. Grenzenlosen Weite. Dann packen wir da mal einen Böbel hin. Und gehen zum Stein des Geschichtenerzählers. Dann müsste das ja da ungefähr in der Nähe schon sein. So, es regnet. Und wir sind jetzt in den grenzenlosen Weiten. Zumindest auf dem Weg dahin. Dauert noch ein bisschen. Zum Glück haben wir ja unseren Ikran. Ich hoffe, es stört nicht, dass wir jetzt bei Nacht das machen, aber es regnet. Auf jeden Fall. Schiebidubid. Oh! Hier leuchtet irgendwas. Moment, 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 Moment. Hier leuchtet was. Was haben wir denn? Wo haben wir das denn? Da! Nice. Auf da mit dir. Sammeln. Perfekt für NATO. Himmelsfelsenmoos. Nehmen wir gleich mal ein paar mehr mit. Wenn wir das schon mal machen, dann müssen wir das auch ein bisschen ausnutzen, ein bisschen mehr besorgen hier, finde ich. Regen. Nach Regen kommt Sonnenschein. 25, 28, gut, es ist voll. Alles klar. Dann können wir zurück. Ist das umständlich heute? Holen wir mal Naito aus ihrer Deckung. Weißt du, Die wo stellt ihr Licht immer unterm Etu hingeht, Scheffel. wenn er mit Etua So, verschwindet? Naito, ich hab was, du Uranus brauchst. immer beschäftigt. Nein, wie Wie gesagt, jetzt? habe ich nicht mal darüber Himmelsfelsenmoos. Ich nachgedacht. würde es selbst holen, wenn Wo ich einen geht er Ikran hin? fliegen könnte. Ja. Ich weiß es auch Okay, nicht. warte. Das 28, 28. Du bist gut. Mit diesem Muster tue selbst ich mich schwer. Das ist gut. Du kannst das alles viel besser als ich. Deine Technik erleichtert es mir. Unsinn. Du hast das Moos gefunden und das Stück selbst gewebt. Du hast es mir beigebracht. Du bist eine wundervolle Lehrerin, Neitu. Wie Nivika und Tahewu gesagt haben. Ich. Warte. Nivika hat das gesagt? Und Tahewu? Klar. Sie wissen, wozu du fähig bist. Selbst wenn du nicht an dich glaubst. Danke. Es war wirklich schön, mein Wissen mit dir zu teilen.
Was ist, wenn der Heimatbaum angegriffen wird? Oh Mann, ey. Er bewundert sie, ne? Der Tayo. Meine Mutter sagte, dass die Kinglore in ihre Nester zurückkehren. Oh, die reden hier alle durcheinander. Das macht mir manchmal kirre. So, Nivika, ich habe meinen Teil getan. Getrennte Verbindung. Ja, das werde ich jetzt offscreen machen, dass ich die Bestien hier nochmal verfolge. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber das musste auch mal sein. So eine etwas entspanntere Ressourcensammelnde und upgradende Folge. Wird jetzt viel gecuttet sein, auf jeden Fall, damit es auch nicht allzu langweilig wird. Aber sagt mir jetzt bitte gerne mal, wenn ihr das wisst, woran das liegt, dass wir auf dieser bestimmten Insel immer diesen weiße Umrandung haben, dass wir irgendwie beeinträchtigt sind und dann von einem Thanator, von einem Shot von ihm, von einem Schlag gleich tot gehen. Ob mir da irgendwas noch fehlt oder was weiß ich. Also da werde ich einfach nicht schlau draus. So, wir machen jetzt erstmal wieder Schluss und dann machen wir uns mit der Hauptquest erstmal dann das nächste Mal weiter. Clan der Wanderer. Dass wir, ja, die Höhle finden zu den Bögen der Feierlichkeit. Und mit dem Ikran können wir uns erstmal nicht weitermachen. Müssen wir dann zu Fuß dann erstmal wahrscheinlich dann weitergehen. Okay. Was ist denn jetzt mit dir? Kann ich mit dir jetzt auch noch reden, oder was? Ich dachte, liebe Omi, es sei schwärmt neue für Nachtflüge. Nein, es ist nur noch mehr Schmutz der Himmelsmenschen. Natürlich habe ich nie an dir gezweifelt. Was bedeutet das? Ja, aber beleidigst mich, wie ich rumlaufe. Das sind Freunde. Sadentu können auch Unruhe so stiften. Ich sage erstmal wieder Ciao, Freunde. Wir sehen uns. Bis zur nächsten Folge, hoffentlich. Sehr schnett. Sternen, klarer Himmel, aber es regnet. Arrivederci. Wir sehen uns. Macht es gut. In alter Frische sehen wir uns dann erholt wieder das nächste Mal. Tschüss. Yeah.